Ey, ich bin die Mona und ich studiere Physik in Erlangen. Und so theoretisch, wie man sich das Physikstudium vielleicht manchmal vorstellt, ist es echt nicht. Wir haben viel Praxis, vor allem in den Praktikumsversuchen, die schon im ersten und zweiten Semester beginnen. Da haben wir das Grundpraktikum und machen da viele Versuche, die man schon aus der Schule kennt. Deshalb fand ich es leider jetzt auch nicht so interessant. Deutlich interessanter wird es im vierten Semester. Da haben wir hier in Erlangen was ganz Besonderes, nämlich das Projektpraktikum. Da kann man selbst entworfene Versuche in der Sechsergruppe durchführen und hat da echt viel Freiheit. Und das ganze Material wird auch von der Uni gestellt, was man dafür braucht. Wir haben damals zum Beispiel die Stärke von Brillengläsern ermittelt, indem wir einen Laserstrahl durchgeschickt haben. Nicht so viel Freiheit hat man dann im fünften Semester. Da gibt es das fortgeschrittene Praktikum. Da macht man in der Zweiergruppe fest vorgegebene Versuche, die auch ziemlich aufwendig sind. Da haben wir zum Beispiel einmal den Supraleitungsversuch gemacht oder Photovoltaikversuch. Am Ende von jedem Praktikumsversuch steht die Auswertung, die wir in Form von einem schriftlichen Protokoll machen. Wie du siehst, besteht das Physikstudium nicht nur aus harter Theorie, sondern hat auch viele Praxiselemente.